Kinder, eins macht mir Sorge. Nämlich? Wo war denn jetzt hier so Mobishi die ganze Zeit? Also, das konnte doch gar nicht so einfach eigentlich. Du hast recht. Auf dem ganzen Weg war so Mobishi nicht zu sehen. Kein Stern zu sehen. Das ist doch. Das ist doch. Bist du pervers oder was? Ich dachte, wir machen jetzt. Also Hartmut, ey. Das ist keine Zeit. Also ich. Ja, was du? Im ganzen Satz. Ich werde ja den Drachen jetzt auch zur GWB bringen müssen. Und, was ist das GWB? Die Gesellschaft für Wirtschaft und Werte. Nein, wir können, das haben wir doch vorhin schon mal besprochen, wir können da nicht hingehen, Emmett. Wir müssen es wieder konspirativ veranstalten. Konspirativ, so wie nicht dann konspirativ irgendwie dann rausnehmen wird. Ja, aber Jan, was sollen wir denn? Es ist doch, Fakt ist Fakt. So, Mobishi ist nicht da gewesen. Aber das ist wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, wo er an den Drachen rankommen könnte. Der lauert darauf und wir machen uns einen Kopf. Einen Kopf? Einen Kopf. Ja, ich könnte auch Professor sein. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Danke. Gut. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sehen. Ideen? 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 Vielleicht jemand Ideen? Eine Idee, Hartmut? Wir müssen irgendwie. Du redest ja schon wie dein Prof. Wir könnten uns daran schleichen und wir konnten uns verkleiden. Super! Super, ich verkleide mich als du, oder wie? Ihr habt so eine riesige Verkleidungskiste, das ist doch überhaupt kein Problem. Jawohl, ist Ihre Verkleidungskiste. Lass ihn doch mal machen. Ja, ihr könnt euch was aussuchen, gar kein Problem. Ja, super getan. Bitte! Rita,
Schlaf gut. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Elle. Nacht, John Boy. Svenja, kannst du auch nicht schlafen? Super. Gut, das ist ganz gut, dass du da bist. Wir müssen reden. Dringend reden. Was gibt's denn? Ich mach mir Sorgen. Warum? Weißt du, jeder scheint irgendwie zu glauben, ich sei so ein Luftikus, dem alles irgendwie nur zufällt. Damals, als wir Aristoteles Grab gefunden hatten, irgendwie, dass ich sagte, wir tanzen jetzt hier ein bisschen rum, das war eine Zufahrt. Dass wir wieder rausgekommen sind, war, ich habe halt gedacht, ich will hier raus, geht er auch, und sein Bank raus. Und so geht das die ganze Zeit. Ja, und dann? Aber das ist doch gut, es muss doch auch so jemand geben. Ach, es muss auch so jemand geben, das ging ja immer weiter, weißt du, als dann irgendwie, als ich diese Patronenhülse gefunden hatte, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, es muss so sein, dass Lukas Gogel befreit wurde. Und dann die ganzen anderen Sachen. Da im Kletterpark, als alles zusammengebrochen ist. Und dann irgendwie habe ich gedacht, vielleicht wird mein Wille ja auch einfach wahr, wenn ich den denke. Verstehst du? Weißt du, und dann beim Westfalenball, da hatte ich ja auch recht. Heckel und Dollius wollten Adi umbringen. Ich habe mich dazwischen geworfen. Aber das ist mir alles nur zugefallen. Jan, du hast einfach einen viel intensiveren Blick als andere. Ja, so ist es wahrscheinlich. Hast du natürlich auch Probleme, aber die musst du jetzt eben lösen. Ja, und das habe ich dann ja auch gemacht. Ich habe dann angefangen und habe gesagt, so, wenn das so klappt, dann probiere ich doch mal selber was aus. Dann vernichte ich halt das Buffet im Kindergarten. Dann tue ich auch Wonstones Party so, als wenn ich besoffen bin. Aber Svenja, sorry, ich war nicht besoffen. Ich habe nur so getan. Warum? Ich wollte ein paar Dinge in Bewegung setzen. Einfach mal, dass irgendwas passiert. Ist ja auch was passiert. Ja, das hast du ja auch geschafft. Ja, so sieht's aus. Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Irgendwie, ich meine, es ist schön, dass ich es dir erzählen kann, aber was mache ich mit Adi? Stell dir vor, wenn ich dem das sage, der macht irgendwas Blödes. And
Pause. Noch 15 Minuten. Pause.